Ja, wir haben Freitag, den 4. August, 10 nach 9. Und gestern bin ich mit dem Zug hergekommen nach Norddeich zum Boot. Der Plan ist heute, ist um 14:30 Uhr Hochwasser. Gestern war allerdings relativ viel Wind. Und heute sind es so, ja, so zwischen 15, also ungefähr eine Windstärke 4, natürlich mit Böen. Ich will gleich nochmal den Rettungskreuzer auf Norderney anrufen, weil das muss ich mit dem Seegatt muss man das so ein bisschen klären. Da ist ja das Wasser relativ flach und je nachdem, wie die Welle da steht. Aber ich denke, es sollte kein Problem sein. Also der Wind ist Nordwest und ich werde hier so 2 Stunden vor Hochwasser rausgehen, ein bisschen gegen Anmotoren noch. Dann bin ich wirklich bei Hochwasser da an den kritischsten Stellen und dann so viel Welle sollte da nicht sein. Und da kann ich auch schon segeln dann. Ich werde auf keinen Fall durch den Schluchter gehen. Also der Schluchter, der muss dieses Jahr, das muss eine Katastrophe sein. Also der Schluchter, ich habe so viele Freunde und Leute gesehen auf Norderney, die da hängen geblieben sind. Also die ziehen da fast täglich irgendwie Boote raus. Ich weiß nicht, ob das Fahrwasser sich verschoben hat, die Tonnen sich verschoben haben. Naja, ich halte Navionics da eigentlich für relativ genau und habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ich will es jetzt auf keinen Fall riskieren. Also ich meine, da gehe ich jetzt den Umweg einfach da. Das ist dann vielleicht eine Stunde mehr oder zwei. Aber ich gehe jetzt nicht durch den Schlucht da durch. Ja, moin. Hümpendahl, ich bin ein Segelboot und ich liege gerade in Norddeich. Und ich überlege jetzt, also ich wollte heute nach Vlieland. Und nach Vlieland. Vlieland, ja. Also ich gehe jetzt raus auf die Nordsee, bin Einhand und ich hatte jetzt letztens auf Norderney so viel Schlechtes über den Schluchter gehört und jetzt war ja gestern auch noch ein bisschen Welle und so. Jetzt wollte ich nur mal hören, wie Ihre Meinung da ist. Ja, Schluchter empfehlen wir momentan nicht, besonders bei also Niedrigwasser, ne? Ja gut, Weil ich gehe ja jetzt bei Hochwasser. Ich gehe ja jetzt gleich bei raus. Hochwasser, welchen Tiefgang haben Sie denn? 1,70 so. 1,70. Nee, also Nee, nee, genau. Ich wollte auch nicht durchgehen. Ich wollte auch nicht durchgehen, nein, also wir empfehlen das nicht, weil wir haben jetzt zum Beispiel heute einen Pipeline gekriegt und wir haben bei Niedrigwasser teilweise unter 1 Meter dann nur noch. Und denn wenn sie da Seegang haben, dann ist das nicht zu empfehlen, ja. Aber diese normale Route jetzt, die sollte bei den Bedingungen, ich meine, ich habe halt gleich Wind gegen Strom, aber ich gehe ja dann nach Osten, gehe ich ja dann raus, nach Nordosten und dann müsste es doch eigentlich diese normale Route, dann müsste doch normalerweise gut sein, ne? Dove Dove-Tiefgang. Tief, genau. Genau, da können Sie langfahren. Ja, okay. Da sitzt Ja, genau. Okay, prima. Klein Tick zur roten Seite, aber wenn Sie auslaufen, machen Sie das ja sowieso, ne? Dann sollte das funktionieren, ne? Auf der roten Seite halten. Ja. Alles klar. Okay. Prima. Okay, dann Super. eine gute Reise. Danke schön. Jo, tschüss. Danke. Ciao. So, immer gut, mich mal kurz abzusichern. Und immer dran denken, Spenden für die DGZRS. Oder für mich. Ich glaube, ich habe noch weniger. Na gut, in dem Sinne. Gleich geht's los. Es sind 4 Boote hinter mir, 2 sind aus Norderney rausgekommen und einer hat so schwarze Segel, der ist da vorne, einer ist da, auch ein größeres Boot und 2 kommen da hinten. Also noch sind sie alle hinter mir. Ich bin erst nur mit Vorsegel raus, weil es hätte eigentlich auch gereicht, so über Nacht ruhig. Und dann habe ich einen Reff nach dem anderen aus dem Groß raus und dann bin ich natürlich irgendwann unter Vollzeug und
Also das sind alles größere Boote. Ich denke, die werden mich im Laufe der Zeit, werden die mich schlucken. Aber ich halte mich ganz gut. Ich bin auch immer so ein bisschen im Midsummer-Sail-Modus. Aber jeder andere kennt das ja. Wenn ein Boot von hinten kommt oder so, dann wird ausgerefft. Dann guckt man, was möglich ist. Naja, ist jetzt eigentlich ein sehr schöner Segeltag. Das Wetter ist gut geworden. Blauer Himmel, ein paar Wolken. Ganz guter Wind. Also, könnte schlimmer sein. Flieland, wir kommen! War wirklich dieser Segler, der komplett auf mich zugehalten hat. Und dann bin auf dem AIS dann gesehen, es hat schon gewarnt, dann bin ich nach draußen, bin von Hand rübergegangen, bin ausgewichen und dann geht der in dieselbe Richtung. Also der Typ hat wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt. Er hat nicht gewusst, dass ich Vorfahrt habe. Ich meine, ich bin am Wind gesegelt. Wo soll ich denn hinsegeln? Natürlich kann ich nur abfallen. Ich kann ja nicht noch weiter anrufen. Man kann nicht sehen, ja. Da ist eine Segeljacht, Platina, die ist direkt auf mich zugekommen, dann habe ich sie angeblinkt und alles, ich bin auf Backbordbug, ich habe Vorfahrt und dann ist die direkt auf mich zugefahren. Ich habe die angeblinkt, ich habe Licht in meine Segel gemacht, solche Arschlöcher. Meine Güte, es gibt echt Idioten. Warum ist der mir überhaupt so nah gekommen und dann ist er direkt auf mich zugefahren? Oh Gott, ich konnte nicht mehr abfallen. So eine Scheiße. Braucht kein Mensch. Und, ey, also ein solcher Vollidiot. Ich habe mir jetzt die MMS Ida notiert. Ich guck mal, ob ich da mal irgendwas, irgendwie mal, keine Ahnung, was mache. Aber, also so einen Typen darfst du nicht aufs Wasser lassen. Das ist ja richtig gefährlich. Dann ist der total auf mich zugehalten. Dann habe ich geblinkt, getrötet, Licht ins Segel gemacht. Hier direkt neben uns, ein paar hundert Meter, brechen sich die Wellen. Da ist gerade Niedrigwasser und da ist es richtig flach. Willkommen auf Flieland. Erst Norderney, so ein Shitwetter gehabt, jetzt Flieland, so ein Wetter. Boah, das ist ein Sommer. Aber das geht anderen auch so. Ja, eigentlich wollte ich noch irgendwo vielleicht, weiß ich nicht, ein Bier trinken oder so, aber jetzt habe ich aus Kostengründen habe ich gesagt, komm, ich habe noch ein Bier an Bord oder zwei. Und ja, essen gehen kann ich mir auch nicht erlauben im Moment. Und jetzt mache ich mir ein paar Reste noch zu essen. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mir eine gemütliche Bordparty. Prost! Boah, was eine Party, ja. Krasse Party auf der Queen, ja. Ich bin ganz traurig, weil das sind jetzt echt die letzten Stunden und danach geht's Boot in die Halle und dann wird wieder gewerkelt. Ich bin ja jemand, der lieber segelt als werkelt. Aber es gehört halt dazu. Vor allem, wenn man keine Kohle hat. So. Andere lassen werkeln, ne? Aber es muss man auch. Ich mache ja beides. Ich lasse ein paar Sachen machen, ein paar Sachen mache ich selber. Mal schauen, ne? Der Kampf geht weiter. Träume müssen auch erkämpft werden. Gibt's auch nicht geschenkt. Ich habe viel über dich geschimpft. Trotzdem hast du eine Beförderung verdient. Wie schon einmal dein Vorgänger wirst du zum ersten Steuermann befördert. Erster Steuermann auf der African Queen. Und den Titel musst du dir allerdings teilen mit deiner Konkurrenz, die gerade nicht im Dienst ist.
Also ihr müsst euch den Titel leider teilen. Ne? Ihr habt beide einen guten Dienst gemacht. Ich habe euch zu sehr gequält. Dadurch musstet ihr mal in die Therapie. Aber ihr habt euer posttraumatisches African Queen Syndrom gut überstanden und seid stärker zurückgekommen. Ne? Ihr seid stärker zurückgekommen. Ne? Ja, der ST2000, der hat wirklich mal so ein bisschen Depressionen zwischendurch gehabt, weil der hat einfach gesponnen, der hat mal Backbord, Steuerbord verwechselt und so, die Knöpfe, und dann ging er gar nicht mehr und auf einmal ging er wieder. Ja, der braucht ein bisschen Gesprächstherapie und ein paar Streicheleinheiten. Ja, so ist das hier an Bord. Jeder hat so seine Ups and Downs, ja, nicht nur der Skipper, sondern auch seine technischen Helfer hier. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Können wir nicht einfach weiter segeln? Wo ist das Ende der Welt? Wir kommen! Wo ist das Ende der Welt? Wir sind doch eine Scheibe. Kann doch nicht allzu weit sein. Ach, Mann. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will weiter segeln. Lasst mich weiter segeln. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich habe echt eine Macke. Eine Segelmacke. Ja, Segeln kann so friedlich sein. Wenn es keine Wellen gibt und der Wind aus der richtigen Richtung kommt und die Strömung aus der richtigen Richtung kommt, dann rauscht man einfach nur so dahin. Fast geräuschlos, herrlich. Kann aber auch sein, dass es gleich regnet. Und sich alles wieder ändert, wie das beim Segeln so ist. Ja, letzte Schleuse vom Heimathafen. Und da vorne ist zwei Boote weiter ist ein Däne, die Blink. Die habe ich getroffen, die haben mich überholt auf der Nordsee draußen. Und er hat mir eben nochmal gesagt, dass das ganz schön, ich da mit dem kleinen Boot, und die hätten sich da gedacht, ich wäre ganz schön nass geworden. Also der hat auch nochmal gesagt, wäre ganz schön bumpy gewesen. Die waren da unter ihrer Kuchenbude, die haben so eine riesen Kuchenbude, und die sind überhaupt nicht nass geworden. Und ich sagte, ja, das ist gut, dass das mal einer von außen sieht. Ja. Ja, mit den Jungs habe ich gerade geschnackt hier von der Schickse, die habe ich gerade in der Schleuse angesprochen, sehr nett. Und ja, die sind ein bisschen schneller jetzt, aber nette Jungs, geiles Boot. Jo, gute Heimreise, Schickse. Ja, ich habe die Queen jetzt nach der Schleuse hier, weil die Brücken hier um 3:45 Pause machen, habe ich hier im Café gerade mein Anlegerbier getrunken. Und die Queen saß so leicht, sitzt so leicht im Morast, deswegen musste ich sie nicht richtig festmachen. Thank you.
erstmal einen riesen Dank an alle, die mich unterstützen, die meine Videos gucken. Super, klasse, danke euch. Wenn mein Kanal abonnieren möchte, ihr könnt unten das Symbol anklicken, das hilft mir auch sehr. Weitere Infos findet ihr auf meiner Homepage. Und ansonsten, ja, jetzt steht der Refit an, danach verkünde ich, wie es weitergeht. Und nächstes Wochenende segle ich erstmal die 24-Stunden-Regatta auf dem Eiselmeer. Also, es bleibt spannend, danke euch und wir reisen ins Ungewisse weiter. Thank you.